Mit einem Trommelwirbel kündet sich heute Türchen 18 an. Türchen 18, es sind nur noch ein paar Tage, ne? Ein paar Tage haben wir nur noch. Und dann haben wir schon Türchen 24 und dann ist Weihnachten. Und dann ist es, ja, dann sitzen wir alle besinnlich, gemütlich, beisammen eventuell. Naja, werden wir sehen, wie sich die Lage noch bis dahin entwickelt. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr diese kleine Trommel malen könnt. Vielleicht habt ihr ja einen Trommeljungen oder Mädchen oder vielleicht trommelt ihr ja selber. Das fände ich auch ganz spannend. Aber wie ich diese kleine Trommel gemalt habe, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Wir machen das so, dass die Trommel so ein bisschen von vorne zu sehen ist. Also wir machen erstmal hier oben ein Oval. Seiten runter und das müssen wir natürlich hier unten fortführen, das Oval. Ne? Das ist erstmal so die grobe Vorzeichnung und dazu würde ich auch ein paar Drumsticks gleich machen. Auch relativ einfach, machen wir hinten ein bisschen dicker und vorne so ein Knöpfelchen ran. So, dass man das auch erkennen kann. Und gleich mit der Aquarellfarbe machen wir auch tatsächlich noch ein bisschen Details noch ausarbeiten. Aber wir halten wie alle Illustrationen sehr, sehr simpel und sehr einfach. Ihr könnt die natürlich auch gerne mit euren Kindern zusammen machen. Eine Mischung aus Braun und Orange. Damit mache ich hier oben die Trommelfläche. Unten die Fläche. Grundiere ich jetzt mal mit so einem ganz hellen Lila-Ton. So, und mit dem Lila, ich habe hier ein Dioxazin, ja, habe ich richtig gesagt. So, da gehen wir mal hier am Rand ein bisschen dunkler ran. Und auch hier unten. Die Drumsticks. Die machen wir in dem Braunton, wie wir auch hier die letzten Tage schon ein bisschen was angemischt haben. Das lassen wir kurz trocknen und dann können wir hier auch schon mit der Detailarbeit anfangen.
Schatten. Wir machen mal was. Ich glaube, wir machen hier so ein richtig schönes, richtig schönen dunklen Rand. Natürlich auch. Ruhig so ein bisschen überstehend. Achso. Übersteht. Ach ne, verkehrte Richtung. Ah. So, brauchen wir noch was? Vielleicht ein paar Lichtpunkte noch? So. Da haben wir die Trommel. Den Schatten habe ich übrigens mit Neutraltinte gemacht. Das hatte ich hier noch in meiner Mischpalette drin. Ja, die sieht doch ganz schick aus. Die gefällt mir richtig gut. Dann schneiden wir die noch aus und machen das Hängerchen ran. Somit haben wir die kleine Trommel für den Drama Boy oder das Drama Girl fertig. Ich habe gerade so richtig Lust, auf so eine Trommel raufzuhauen. Ja, ich freue mich auf eure Trommeln. Auch hier kann man wie immer sich noch sehr, sehr detailgetreu auslassen. Trommeln können richtig, richtig klasse aussehen. Und ich bin gespannt, wie eure aussehen. Und wünsche euch viel, viel Freude mit diesem kleinen Mini-Tutorial und auch schon mit den ganzen vergangenen und auch noch mit den 6, die noch als nächstes kommen, denn in 6 Tagen ist Weihnachten. Ja, in 6 Tagen ist Weihnachten. Kaum zu fassen, oder? Also, genießt noch ein bisschen die Vorweihnachtszeit. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall nochmal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, was auch immer, wann auch immer ihr dieses Video anschaut. Tschüss, bis morgen.